Moin Leute, willkommen zum neuen Video, endlich mal wieder. Ja, ich hatte vor einigen Stunden, habe ich gesagt, ich möchte ein bisschen was am Outcast machen. Und dann nebenbei kann ich ein paar Fragen beantworten halt. Ne? Das sind ja nur Kleinigkeiten, was ich hier gemacht habe. Habe auch schon teilweise was erledigt. Und nebenbei möchte ich ein paar Fragen beantworten. Ja, was habe ich schon gemacht? Also ich habe einen Dusty Motor Shroud, werde ich da ein, zwei anbringen. Und zwar ist es das XL, habe ich hierfür gekauft. Auf der anderen Seite habe ich schon den Klett hier angebracht, das mache ich gleich auf die Seite auch noch. Ich habe auch schon die Dämpfersocken dran, bis auf eine da drüben, die machen wir auch noch gemeinsam dran. Ja, ich habe so ein bisschen Kosmetik gemacht, ich habe die Skidplates endlich mal angebaut. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe hier die Schriftzug wieder nachgezogen, das finde ich ja immer ganz gut mit dem weißen Edding, aber der ist ziemlich scheiße geworden. Das ist mal gut, mal schlecht, mal kam voll viel raus. Also der war jetzt nicht mehr so toll, der Stift. Naja, egal. Im Gelände von Weitem sieht es gut aus. Und das soll dann, das ist ja auch das Ziel, dass es gut aussieht, ne? So, ja. Also ich habe das auf der anderen Seite hinter diese Abdeckung hier gemacht, hinter diesen Schmutzschutz. Und den finde ich, also find ich eigentlich ganz sinnvoll, den abzumachen. Dann kann man das wirklich anbringen. Das mache ich mal eben. So, da haben wir das schon mal abgemacht. So, jetzt kommen wir auch schon zur ersten Frage. Und zwar ist die von Jan Fritsche. Dein Lieblings-Monster-Truck zurzeit. Und warum? Slipper oder Center Diff zum Bashen? Wann wird es bei Arma wieder besser mit der Dust-Teil-Verfügbarkeit? Das sind ja drei Fragen in eins. Also, mein Lieblings-Monster-Truck. Also, die nächste Outcast-Monster-Truck. Eher, ja, klar, kurzer Raststall und so. Ja, aber auch trotzdem nicht so hohe Bodenfreiheit. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich den zum Monster Truck zählen sollte. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefährt. Von der Fahrweise her, hammergeil. Fette Reifen, wenn man ihn zum Monster Trucks zählt. Na gut, ich kann ja nur von den Autos ausgehen, die ich hatte oder habe. Na, ansonsten habe ich ja noch den Arma Nero Big Rock und heftiges Teil. Ich muss sagen, aber ich fand mein Losi LST noch einen Ticken besser, muss ich sagen. Also vom Gesamtbild irgendwie her. Optik ist der Nero ganz klar vorne, also oder der Big Rock meine ich. Vom Fahren her, nicht von wie er fährt, sondern von dem Gesamtbild her, hat mir der LST eigentlich ein bisschen besser gefallen. So, von Autos, die ich nicht habe, ja, da gibt es ja so viele halt, ne? So, aber von den bekannteren, also mich interessiert der T-Magic immer noch sehr, 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 der E6. Wenn wir jetzt so von 1 zu 8 dann reden, halt, genauso 1 zu 10 interessiert mich auch der E5. Kommt jetzt ja auch in der neuen Version raus. Ja. So, ich kann nicht sagen, also von dem, was ich hatte, finde ich halt, LST, Big Rock oder auch der Outcast sind richtig geil. Creighton zähle ich da nicht so zu, Creighton ist für mich eher Richtung Truggy. Slipper oder Center Diff zum Bashen? Ich finde beides gut. Ich finde, wenn ein Auto, wie zum Beispiel auch der K-Rock vom Thunder Tiger oder auch halt dann die EMTA-Version oder auch halt die Traxxas Autos oder halt der LST, oder beim Nero kann man das ja auch mit Slipper fahren. Das finde ich ganz cool. Dann hat man geiles Ansprechverhalten irgendwie. Was auch denn die Wheelie-Tendenz angeht. Klar kann man das auch durch kurzen Radstand, fette Reifen, schwere Reifen und Middle-Diff und so kann man das auch erreichen. Bei einem Middle-Diff-Auto halt, das durchsperren von Middle-Diff. Aber Slipper ist schon eigentlich eine coole Sache. Aber Middle-Diff halt schützt den Antriebsstrang auch ein bisschen besser. Lässt auch eine bessere Kraftverteilung zu. Also macht überhaupt eine Kraftverteilung, weil Slipper ist ja eher vorne, hinten, bam und sowas und dann ist es da, die Kraft. Ich finde, aber Middle-Diff sorgt auch für ein ausgewogenes Fahrverhalten. Eigentlich bevorzuge ich es auch lieber, wenn die Autos Middle-Diff haben. Und mit der Verfügbarkeit von Armersatzteilen wird es jetzt demnächst besser werden. Wieder, weil da war ja über den Jahreswechsel hinweg und in den letzten Wochen war ja der Wechsel vom Vertrieb und ja, ich denke, also wie ich das mitgekriegt habe, zum Beispiel von Spielzeug Arten, ist es schon besser geworden auf jeden Fall. Und die haben schon die ersten Teile gekriegt und wieder verschickt. Also das pendelt sich jetzt die Tage wieder, aber die Wochen definitiv wieder ein. So, dann bringe ich doch mal, ich habe die Klettstreifen, die da mit bei waren, die sehr großzügig sind, hatte ich mir schon zurechtgeschnitten. So, den bringe ich jetzt mal an hier, ohne dass ich halt die Kamera umstürze. Ungefähr auf der gleichen Position, wo ich es auch auf der anderen Seite auch gemacht habe. So, das ist eher hier angebracht. Zack. Wenn ihr sowas anbringt, solltet ihr nicht gleich das belasten, sondern erstmal schön anziehen lassen. Ist vielleicht nicht so eine tolle Idee, direkt das zu belasten.
So, nächste Frage von Mac Papendorf. Ja, hat ja schon ein paar Fragen mal gestellt gehabt, der kommt ja hier aus der Nähe. Hi, welche Plattform von welchem Hersteller würdest du nach aktuellem Kenntnisstand im Bachelor-Bereich von Haus aus am ehesten als Bulletproof ansehen? Gerne auch im Vergleich zum Armor Typhoon und Senten. Ja, also ich würde das bei gar keinem Auto sagen. So, auch wenn ich ein Fan von Armor bin und viele Autos von denen gehabt habe, würde ich das nicht sagen, weil es gibt immer wieder ein paar Experten da draußen, die es hinkriegen, Autos sofort irgendwie kaputt zu bekommen. Und dann angeblich bei nichts, also nur beim Angucken, sind die schon kaputt, die Autos. Diftschaden vom im Regal stehen, übertrieben gesagt jetzt. Und das kann ich dann manchmal, dann lese ich das immer wieder, ja, wie kann das angehen, bla bla. Wie kann es angehen, dass, sag ich mal, von 100.000 Leuten sind 99.000 super zufrieden mit dem Produkt und ja, und dann kommen da 1.000 Leute um die Ecke, das ist voll die Scheiße und anstatt sie, und dann kommt auch noch raus, ja, ich bin Anfänger und dies und das wird dann noch gesagt, ja, wie kann ein Anfänger denn das so dann beurteilen? Also da kann ich jedes Mal bei leicht ausflippen, muss aufpassen, dass ich mich am besten einfach da raushalte. Weil wenn ich Anfänger bin, dann fange ich vielleicht erstmal an nachzudenken. Moment mal, die 99.000 Leute sind damit ja super zufrieden. Vielleicht liegt es ja auch an mir oder was könnten die Gründe sein, warum es so ist. Und dann ist es nicht direkt scheiße. So, weil für mich sind die armen Autos sehr, sehr ausgereift. Klar, man kann ein bisschen an Diffs nachschwimmen. Es gibt immer irgendwas, was man machen kann. Die Servos fehlen mal, was aber auch. Jetzt immer dazu, warum es so verbreitet ist, dass die Servos von armen einmal kaputt gehen. So, das habe ich schon mal gesagt. Aber ist mittlerweile in Regionen angekommen, was die Verkaufszahl angeht, dass auch genauso wie bei Tracks, dass Anfänger losgehen und sich Armor kaufen. So, und die haben natürlich keine Ahnung. Die packen da 6S rein und ballern sofort los. Weil 6S muss das Auto erfahren. Oder meinetwegen fangen sie mit 4S an und fahren dann los und wissen nicht, dass man sowas wie Servo-Endpunkte einstellen muss. Dann wird nämlich auch dann gesagt, das muss ja von Werk aus eingestellt sein. Was ist denn das für ein Quatsch? Guck mal jetzt, ich hole mal jetzt hier die Funke, die bei Armor dabei ist. So, die hat die Möglichkeit ja mit Endpunkte, das zu verstehen ist auch nicht so einfach, aber man hat hier Steering Dual Rate. So, warum soll Arma das von Werk aus einstellen, wenn es dann eingepackt wird und das Ding hier sich 1000-mal verstellt? So, ist es so, also Quatsch, Arma kann das nicht von Werk aus einstellen. Deswegen, und sowas wissen die Anfänger nicht und hauen dann ihr Servo kaputt. Und schon, weil du halt mehr Anfänger hast, die das kaufen und weniger, klar auch Profis, manche Profis meinen die Autos aber, ist auch egal, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, jedenfalls hat man durch die Anfänger, die dann aber auch ihre Sachen kaputt machen, viel mehr Berichte dazu. Genauso wie bei Traxxas. So, nagelneuer Traxxas in meinen Händen dürfte wahrscheinlich weniger kaputt gehen, als in den Händen eines Anfängers. Weil ich halt solche Dinge und auch Fahrverhalten und sowas halt weiß, wie man so mit so einem Auto umgehen würde, behaupte ich einfach mal. So, aber das ist halt, je mehr ein Auto verkauft wird, desto mehr beschissene Gerüchte kommen. Und deswegen würde ich niemals sagen, dass die bulletproof sind, weil dann gehen 50 Leute los und kaufen sich die Autos und haben und die, über die Hälfte davon hat Probleme und alles Kacke. So, man kann auch den Super Bulletproof T-Magic BES, den würde ich am ehesten noch so nennen. Auch den kriegt man kaputt. So, also, ja, jetzt so viel dazu, ich bin ein bisschen abgeschweift. Aber halt, man kann keine Marke oder Modell bulletproof nennen, weil es in den Händen eines Profis bulletproof ist, weil der weiß, wie er damit zu fahren hat, wie er zu springen hat, wie er landen kann, wie er was einzustellen hat. In Händen eines Anfängers ist auch das beste Auto, kriegt er das Servo kaputt, kriegt ein Differential kaputt, reißt irgendwelche Dämpfer-Rod-Ends ab oder sowas. Kann man einfach nicht sagen. Kann man einfach nicht sagen. So, bohre ich mal das Ding hier wieder an. So, dann kann man nämlich auch dann den Shroud da so ein bisschen zwischen machen. Finde ich dann auch eigentlich nicht schlecht. So. Guck das mal eben an. So, jetzt habe ich hier den Shroud. So, eigentlich das erste Mal, dass ich so ein Ding in der Hand habe. Ich glaube, ich mache den Reißverschluss nach vorne. Und bringen wir das doch mal an hier. Mal gucken. Können wir das überhaupt sehen? Jo. So, ich mache das auch jetzt hier zwischen. Zack. Muss man den ja hier komplett so anbringen. Und hier hinten um die Ecke rum. Auf der anderen Seite auch. Ist ja schon eine coole Sache. Ja, warum habe ich das mir jetzt geholt? Ganz einfach. Ich schleppe die Autos mit in eine Wohnung hier und bin es einfach irgendwie immer mal leid, dass das Auto dann, ja,
bin drin, so versaut ist. Gerade die teuren, nagelneuen Autos. Ich will jetzt auch nichts irgendwie hören, die Autos müssen so sein. Wir sind ja hier Basher und bla 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 bla. Ja, es ist nichts Schlimmes, wenn man sich solche Hilfsmittel verbaut wie das hier. Der Rest des Autos wird natürlich immer noch eingesaut, das ist ja klar. Ne? Aber man kann sich halt den Innenraum schön sauber halten und hat dann nicht eine Wanne voll mit Schmutz. So. Ja, es ist also nicht ganz hundertprozentig, dieses Shroud. Wie ihr seht, es ist hier oben die Höhe, das passt eigentlich so. Ist okay, hier hinten geht es auch fast zu. So, aber der Klett ist natürlich ein bisschen zu viel hier. Ja. Diese Benzel, die werden dann mal gerne einfach rumgemacht. Aber naja, das war's auch schon. Und schon habe ich einen Dusty Motor Shroud auf meinem Outcast. Nicht schlecht. Nächste Frage von Benjamin Wolf. Wären folgende Räder, Lowies 2,8 Zoll, 1,5 Offset, eine gute Alternative zu den originalen D-Boots Copperhead auf dem Armor Granite? Sind die im Gegensatz zu dem Pro-Run erschwinglich? Also, ich hatte die Reifen mal damals, schon ewig her, habe die dann zum German RC Channel gegeben gehabt für seinen Granite. Und daher weiß ich, die sind breiter, aber kleiner im Durchmesser. Weicher, griffiger auf jeden Fall. Aber die Einlage reißen da wohl auch irgendwie schnell. Weiß nicht, wie das passiert ist, ob zu übermäßige Belastung, zu viel Ballooning. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie er da gefahren ist. Ja, sind natürlich günstig. Könnten eine Alternative sein schon. Will ich jetzt auch nicht irgendwie unbedingt empfehlen halt. Ob das so gut ist. Ich war mit den großen auch immer zufrieden auf Landeszirkus, auch wenn die großen schwer waren. Andere haben da auch die Einlagen komplett pulverisiert. Also kann ich jetzt echt schlecht. Möchte ich keine Empfehlung zu aussprechen, nur dass ich die selber großartig getestet habe. Weil das ist nämlich schon ewig her, dass ich die hatte. So. Florian Albrecht. Hey, wie oder was ist mit Thunder Tiger los? Wie geht es da weiter? Also, Thunder Tiger wurde in der Vergangenheit von einer Firma hier eingeführt, die Thunder Tiger Europe hieß, die in Dasing sitzt oder saß. So, und ja, da gab es halt massive Probleme. Warum, weshalb, wieso, weiß ich auch nicht so genau. Aber es war so. Jedenfalls ist das jetzt Geschichte. Thunder Tiger Taiwan hat eine Kooperation mit Graupner SJ gemacht. So. Und wenn man auf die Gruppenseite geht, kann man da, es gibt auch Pressemitteilungen und sowas, und da kann man schon die ganzen Autos und Ersatzteile, nicht alles, aber viele schon finden. Den K-Rock kann man da finden, ich glaube den Kaiser EMTA auch, den neuen Bushmaster findet man da, man findet da den Jackal und was noch, weiß ich jetzt nicht genau, man findet aber einiges schon da. So, nicht wenn man die sucht, muss man den Namen des Autos eingeben, dann habe ich sie gefunden. Thunder Tiger scheint jetzt noch nicht dabei, vielleicht findet man das ja noch. So, also so wie es aussieht, wird das alles wieder aufgebaut halt von Graupner. Aber wie ich gesehen habe, was da Graupner an Preisen stehen hat, ich bin mal gespannt, was die Straßenpreise der Autos werden. Ich glaube, die werden teurer als vorher. Also wer einen will und die noch irgendwo günstig sieht, sollte sich mal schnell einen holen, weil das könnte teurer werden. Aber zumindest ist der neue Bushmaster 8E verfügbar. Was bedeutet auch, dass die geilen Upgrades, die er hat, neben den Downgrades zum alten Bushmaster, aber auch da sind. Und davon wollte ich zum Beispiel den Motorhalter haben. Ja, also bei Thunder Tiger geht es genau wie bei Arma. Die haben ja den Vertrieb gewechselt mit Ersatzteilen und sowas und Einfuhr und sowas. Aber genau das gleiche hat Thunder Tiger auch halt gemacht. Und da geht es bald weiter. Nochmal Mac Papendorf. Gibt es Strecken on Offroad im Raum Bremen und nördlicher? Ja, da hat hier Kevin Bracke ja was von der RCC Bremen geschrieben. Da ist ja ein Link. Musst du mal da in die... da in den Verlauf gehen von den Fragen, oder beziehungsweise hast du ja gesehen, ist eine Antwort auf dich, ja. Und irgendwo war noch eine Straßenstrecke, eine Onroad-Strecke, die immer aufgebaut wird wieder, irgendwo auch in Bremen. Da ist das Silver Assi schon mal gefahren, vielleicht das Silver Assi mal fragen. Und ich weiß, in Schwanewede ist auch irgendwie eine Outdoor-Onroad-Strecke. Da wollten wir immer schon mal hin, aber hat halt nie geklappt. Wo genau die da ist, kann ich gar nicht sagen. So, Qualle Kögel, hast ja ein paar Autos Verkauf, was steht Neues an? Ja, ich möchte nicht sagen, was Neues ansteht. Also mich interessiert mich für Team Magic. Da kommt vielleicht was. Das ist noch nicht, weil ich weiß nicht wann. So, ich will nicht wieder was sagen, was ich dann erst Monate später einhalten kann. Also da ist einiges geplant. Jetzt ist ja auch bald die Messe. Wer weiß, was da noch alles wieder rauskommt, was meine Pläne wie über den Haufen wirft. Deswegen will ich da nicht so viel sagen.
So, letzte Frage auf dieser Seite, die ich hier habe, ist nochmal Florian Ambrecht. Wo bekommt man hier in Deutschland GRP-Räder her? Ja, also ich hatte meine GRP-Räder damals von Studiarden bekommen, wie so vieles auch, und wie so viele andere haben die auch daher bekommen. Und die würde ich mal anschreiben, ob die noch welche haben. Das wäre das Einfachste jetzt. Ja, so, Dämpfer sorgen, Achtung, Umfunktionierung. So, ja. Habe ich mir halt zurechtgeschnitten aus dem Schlauch, der dabei war. Da sind zwei Schläuche sogar bei. Mit dem einen Schlauch habe ich dem Bushmaster die auch verpasst. Nanu, geh dann hier raus. So, und dann habe ich mir das zurechtgeschnitten. Leider habe ich die hinten, glaube ich, ein bisschen zu kurz gemacht. Aber einen gewissen Zweck werden sie dennoch erfüllen. Weil man sollte natürlich voll ausgefeilt den Dämpfer da die Länge dann messen. Und nicht, wenn das Auto steht. Weil dann sind die ja eingefedert. So. Na nun, jetzt habe ich sie aus dem Bild. So. Ja, das ist ein bisschen echt wie Strümpfe anziehen. Das sind ja auch Dämpfersocken, nennt man es ja. Ja, dann habe ich sie hier so rübergezogen. Zack, 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 zack. Nicht so viel Druck ausüben, dass sie reißen oder so. Dann kann man hier mal ein bisschen nachziehen. Ich habe hier auch probiert, mit Kabelbindern an festzumachen. Ich weiß nicht, ob das welche machen. Aber irgendwie kann das da so rausfluppen. Bringt nicht wirklich was. So, ja, man kann den jetzt hier. Ich wollte eigentlich den da über die Rändelmutter drüber haben, aber der fluppt immer zurück. So ein bisschen halt es hier vermitteln, dass das nicht irgendwo so straff ist. Zack, und schon ist die Dämpfersocke angebracht. Bleibt hoffentlich so, wie sie ist hier. Merke ich gerade, der Dämpferteller hat sich hier verabschiedet. Ist mein Kopf davor? Das weiß ich immer nicht. Ja, natürlich jetzt genial, wenn das hier schnell wieder reingeht. Wer kennt es nicht? Aber ist natürlich schön, dass es das ein Pin ist. Boah. Immer dasselbe, Jungs, immer dasselbe. Hierbei solltet ihr immer vorsichtig sein, dass ihr den nicht abbrecht. Das geht wieder nicht. OMG. Im Video. Total der Noob hier. Oh. Ja, also der gehört da rein. Verdammt. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Und. Was ist denn das für ein Kram hier auf einmal? Wo geht denn der da so schwer rein? Also normalerweise gehen die Dinger immer super einfach da rein. Naja, egal, lassen wir es jetzt so. Bloß nicht so losfahren. So, ja, das hab ich ja schon viel zu viel vorgearbeitet. Ja, gib mir mal die Fragen weiter durch. Dann haben wir noch Clemens Sterer. Kannst du bitte mal ein Video über ein Modell der Marke DF Models machen, bitte? Habe ich schon mal beantwortet, so eine Frage. Ich werde so ein Video nur machen, wenn die was Interessantes haben, was mich interessiert. Das haben die meistens nicht haben. Das sind meistens nur irgendwie Autos von irgendwelchen anderen Marken übernommen. Und ja, einfach nicht irgendwie irgendwas richtig Krasses, was mich interessiert. Wenn irgendeiner will, dass ich ein Auto davon teste, dann soll er sich das kaufen und mir zur Verfügung stellen. Dann mache ich das. So, aber von mir aus, also von meiner Warte aus, wird das so eigentlich nicht passieren. Was hast du noch mit dem Big Rock vor? Ja, mit dem Big Rock, da warte ich auf Teile von Hobau, nämlich auf die Federteller. Dann wollte ich mir da noch so eine Traxxas-Stangen da bestellen, so eine Tuning-Dinger da irgendwie, in einer bestimmten Länge. Und zwar habe ich mir was abgeguckt bei Mannys RC Garage 68 hier von dem Marc. Schöne Grüße mal wieder. Und zwar hat der sein Big Rock höher gelegt. Der hat unten die Skidplates ausgefräst an den Stellen, wo die Querlenker sind. Und so, dass der Querlenker weiter runtergehen kann. So, der hat da unten halt, wenn das die Skidplate ist die so ein bisschen angeschrägt, der Querlenker liegt da so drauf. So. Und dann hat er das hier weiter weggefräst, dass der Querlenker weiter runter kann. Wenn man das jetzt verstanden hat. Und ja, und das will ich machen. Dann diese längeren Pushrod-Stangen da dran machen. Und andere Federteller und vielleicht auch andere Rockers. Das weiß ich noch nicht, ob ich da auch andere Rockers drauf mache. Wenn den Federteller das denen, die bewandten ist, das erklärt er in einem Video, damit die Original-Federteller, die knallen nämlich sonst bei so viel Einfedern und sowas, knallen die gegen den Rocker. Und das passiert mit den Hobau-Federtellern nicht. So, aber irgendwie kommen die nicht. Keine Ahnung, was das soll. Und ja, darauf warte ich jetzt. Und ja,
Das habe ich mit dem Big Rock noch vor. Ansonsten halt will ich ihn fahren natürlich, ne? Das ist ja klar. So, jetzt kommen die letzten Fragen. So, moin. Bally's Tool Seal ist gut und was muss ich alles einsprühen jedes Mal oder hält es länger? Ob es gut ist, keine Ahnung. Das ist sowas, ja, vergleichbar so ein Waterproof-Spray. Das erzeugt so eine Beschichtung irgendwie und schützt Teile und ist salzwasserresistent. Inwiefern das, ob das gut ist, keine Ahnung. Ich habe es noch nie benutzt. Was muss ich alles einsprühen? Also, ich würde da gar nichts einsprühen mit dem Zeus im Auto. Ich meine, es lässt sich wieder abziehen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwelche negativen Folgen irgendwo haben kann. Und ja, ob sie keinerlei Erfahrung damit. Ich kenne auch keine, der das benutzt hat. Also, weiß ich nicht. Gerd Hünecker hat die Frage gestellt. Gerd, keine Ahnung. Ich weiß, ob das, wo er weiß, wo was es ist, aber benutzt im Erzählbereich habe ich das noch nie. Christian Spilker, welchen Reifen kannst du für ein Armor Creighton empfehlen? Die üblichen Verdächtigen scheinen ja entweder zu schmal oder zu breit zu sein. Ja, also ich finde die Originalreifen gar nicht mal schlecht. Die aktuellen, die Minakova. Dann diese Reifen, wenn man sie kriegen kann, sind auch geil. Kriegt man sie einzeln, kann man auf die Felge seiner Wahl drauf tun oder man nimmt halt die fertigen hier. Wir fahren auch viele in Amiland auf dem Creighton. Dann die Proline Shockwave, ein etwas kleinere Monster Truck Reifen. Die sind so wie die Originalen. Das wäre auch, ist auf jeden Fall auch ein geiler Reifen auf dem Auto. Von so fetten Reifen würde ich abraten. So größere und sowas halt. Die Trencher 40er Serie, diese schmalen, die sind zwar sehr groß im Durchmesser, aber die sind halt schmal. Die funktionieren teilweise auch ganz gut und sehen gut aus. Die MX-38 Badlands sind vielleicht schon auch zu ticken, zu wuchtig einfach dafür. Die Prime Badlands, normal natürlich, immer eine gute Wahl, sind ziemlich klein, der Creighton ein breiter Truggy ist, aber es geht auf dem Wagen. Passt nicht ganz zur Optik der Karosserie und dem fetten Spoiler, aber auch sehr, sehr gute Reifen auf dem Wagen. Die passen optisch ein bisschen eher, also weil die größer sind halt, ne? Und halt ähnlich sind wie die Badlands. Das sind alles halt Reifen, die eine Alternative wären. So, natürlich Sebenreifen, aber sind natürlich schwer zu kriegen und wenn nur teuer. Diese Gulasi-Reifen könnte man sich holen, aber natürlich auch ein billiger Scheiß eigentlich. Es gibt genug Reifen, die man sich darauf machen kann. So, letzte Frage. Und zwar ist die von Ronald Kohler. Hallo, ich plane ein Amphibienfahrzeug zu bauen und möchte dies mit 6 Rädern machen. Was würdet ihr da als Antrieb empfehlen? Ich habe da an ein Panzergetriebe gedacht, aber ich habe doch keine Ahnung, wo ich sowas herbekomme und wie die funktionieren. Gruß Ronny. Da hat Joachim Nowak geantwortet schon. Ist immer cool, wenn in meinen Fragen, wenn die Fragen schon beantwortet werden. Panzer geht schon mal, wenn du dann auch ein passendes Getriebe findest für jeweils 3 angetriebene Räder. Wieso 3? Dann gibt es eine Panzersteuerung, dann gibt es eine Panzersteuerung. Hä? Dann gibt es eine Panzersteuerung rein. Aber so aufwendig. Normal musst du den ganzen Quatsch dann auch noch abdichten. Aber schauen kannst du mal bei Google. Robe Rodeo, so hieß das Ding mal. Gibt's ja bla. Ja, also. Mit Panzern habe ich gar keine Erfahrung, auch nichts am Hut, interessiert mich auch nicht. Aber wenn man die Idee hat, sich sowas zu bauen, aber dann keine Ahnung hat, wie man das baut und wo man irgendwas herkriegt, ist vielleicht auch ein bisschen fragwürdig. Naja, also vielleicht solltest du denn dann, ja, ich würde einfach so vorgehen halt und mir solche Sachen, die es schon gibt, halt irgendwie anschauen und dann da irgendwie seinen eigenen Plan irgendwie durchziehen. Halt vorhandene Sachen benutzen, nicht. Wie ich da vorgehen würde, ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Sowas interessiert mich in der Hinsicht auch nicht. Ja, tja, aber wenn man halt gar keine Ahnung, ich habe ein Panzergetriebe gedacht, aber gar keine Ahnung, wie sowas funktioniert, das ist ja irgendwie auch, warum hast du daran gedacht, wenn du gar keine Ahnung hast, wie das funktioniert? Das ist halt so ein bisschen die Frage, ich habe die Frage jetzt hier vorgelesen, ich habe da keinerlei auf die Schnelle irgendwie großartigen Tipps oder Ideen gehabt, was man da jetzt machen sollte. Ja, vergleichbare Projekte sich angucken. Und halt das, was da gemacht wurde, adaptieren, vielleicht seine eigene Lösung noch mit reinnehmen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was man da machen könnte. Ja, so, ja gut. Ein bisschen was habe ich ja jetzt gemacht während des Schraubens. Ich habe leider schon zu viel vorgearbeitet. So, jetzt ist mein Auto auch schön geschützt. Karosserie passt da wunderbar drauf. Gut, das war das chaotische Frage-Antwort-Video. Mit ein bisschen Dusty Motorschlaut angebracht. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann.